Darf ich als Journalist in Deutschland Israel und die israelische Politik offen kritisieren? Das ist eine Frage, die ich in diesem Video stellen möchte und der Grund dafür liegt in meinem letzten Video. Darin, und das werde ich auch gerne nochmal verlinken, ging es um den Konflikt zwischen Israel und dem Iran und in den Kommentaren kam oft das Thema auf, dass ich doch Israel gar nicht so offen kritisieren dürfte, weil man das in Deutschland als Journalist nicht darf. Und ich hatte als Antwort darauf ein komplettes Video schon gedreht und fertig geschnitten gehabt. Das war über 25 Minuten lang und das war mehr oder weniger alles umsonst. Es war nicht alles umsonst, aber ich hatte das Video fertig und als es schon fertig war, kam dann eben dieser neue Fall, die neue Diskussion um Israel-Kritik unter deutschen Journalistinnen. Ähm, zutage Tage die SWR-Moderatorin Helen Fares wurde praktisch vom SWR von ihrer Moderationsverantwortung freigestellt, weil sie sich in den sozialen Medien Israel-kritisch geäußert hat. Äh, darauf werde ich jetzt gleich noch dezidiert eingehen, aber ich habe gedacht, bevor ich jetzt irgendwie ein mittlerweile schon veraltetes Video online stelle, möchte ich hier jetzt noch mal ein neues Video aufnehmen, in dem ich der Frage nachgehe, ob ich eben als Journalist in Deutschland Israel und die israelische Politik offen kritisieren darf. Und das Ganze ist ein schwieriges Thema, weil es ein sehr emotionales Thema ist in Deutschland. Das sieht man in den sozialen Medien, in den Kommentaren und so weiter. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz eine Antwort schon mal darauf geben und danach ein bisschen begründen und ausführlicher auf die Hintergründe eingehen. Ja. Natürlich kann ich Israel und die israelische Politik in Deutschland kritisieren. Und die Frage zu stellen zeugt ein bisschen von, sage ich mal, vielleicht Ignoranz, vielleicht aber auch einfach nur von Unkenntnis, was die deutsche Medienlandschaft angeht. Denn wenn man sich einfach mal an Google rantraut und ähm, ein paar Sekunden eingibt, zum Beispiel Israel und Kriegsverbrechen, dann sieht man, dass es unzählige Artikel gibt. Aber wirklich unzählige Artikel nur zu diesem Thema. Zum Vorwurf, dass die israelische Armee in Gaza Kriegsverbrechen begehen würde. Und da haben wir dann ähm, private Medien, also Zeitungen, regionale Zeitungen, überregionale Zeitungen. Wir haben Fernsehsender, wir haben öffentlich-rechtliche Fernsehsender. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt aus Markus Lanz. Kriegsverbrechen. Das ist das Wort, das plötzlich im Raum steht. Was ist das für Sie? Was da passiert? Ich finde, das ist ein Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen. Ja. Und das alles zeigt: Natürlich kann Israel und besonders die israelische Politik kritisiert werden in Deutschland. Das ist Alltag, wirklich. Es gibt wahrscheinlich wenige Länder, die so offen und so oft kritisiert werden in den deutschsprachigen Medien wie Israel. Auch da komme ich später noch drauf. Ich habe nicht so oft Turkmenistan-Kritik. Im deutschen Fernsehen oder in der deutschen Öffentlichkeit gehört, wie ich Israel-Kritik gehört habe. Was nicht bedeutet, dass in Turkmenistan keine Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Aber es ist ein größerer Fokus auf Israel. Allein die Tatsache, dass es den Begriff Israel-Kritik gibt, deutet schon darauf hin, dass wir hier ein eigenes Genre praktisch etabliert haben und dass es durchaus in Deutschland möglich ist, wie diese Google-Suche gerade eben bewiesen hat, was ihr gerne auch nochmal nachchecken könnt. Und des Weiteren möchte ich hier auch nochmal beweisen, als ob ich das nicht gerade schon getan hätte, aber ich beweise es einfach nochmal, dass Israel Kritik als deutscher Journalist möglich ist, denn ich kritisiere die israelische Politik hiermit ganz öffentlich. Es ist nachweislich völkerrechtswidrig, dass Israel im besetzten Westjordanland... Siedlungen errichtet. Es gibt leider massive Gewalt von diesen Siedlern, die meist durchaus rechts bis rechtsextrem eingestellt sind, gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland. Und dagegen wird von der israelischen Regierung nicht genug getan. Das kritisiere ich eindeutig. Ich kritisiere die Unterdrückung der Palästinenser gerade in den besetzten Gebieten. Auch das ist etwas, was man in den deutschen Medien sehr oft hört und auch sehr offen tun kann. Und ich kritisiere auch die Art und Weise, wie Israel Krieg in Gaza führt. Dabei sind bisher über 30.000 Menschen getötet worden, darunter viele, viele Kinder. Die Vereinten Nationen und unabhängige Menschenrechtsgruppen, die kritisieren Israel auch. Und die gehen so weit, dass sie sagen, dass Israel dort Kriegsverbrechen begeht. Auch das wissen wir in Deutschland, weil deutsche Medien darüber ausführlichst berichten, wie ich vorher eben gezeigt habe. Das alles ist Kritik an der israelischen Regierung, an der rechten bis rechtsextremen israelischen Regierung unter Netanyahu. Und das ist vollkommen machbar. Da kriegt man keine Probleme für, wenn man das so sagt. Aber so einfach ist das Thema natürlich nicht. Wir könnten jetzt hier einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, Israel-Kritik ist also völlig okay in Deutschland, auch als Journalist. Aber wir müssen uns natürlich auch die Feinheiten anschauen, die es da gibt und auch die Fallstricke. Denn Kritik an der israelischen Politik ist in Deutschland ein Balanceakt. Und das liegt daran, dass solche Kritik am Handeln der israelischen Regierung oder des israelischen Militärs sehr schnell umschwenken kann und Leuten in die Hände spielen kann, die eben nicht nur konstruktive Kritik, seriöse Kritik üben wollen, sondern die vielleicht ganz andere Motive haben. Und um das zu verstehen, müssen wir tatsächlich kurz in die deutsche Geschichte zurückschauen. Der Holocaust ist ein Völkermord und ein eine Zäsur im 20. Jahrhundert und in der Menschheitsgeschichte. Der industrielle Massenmord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch die Deutschen. Das ist nichts, was einfach so weggewischt werden kann und auch nicht weggewischt werden konnte. Auch nicht die Jahre der nationalsozialistischen Propaganda und auch nicht die schon davor existierenden antisemitischen Stereotype, die es nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland gab. Und das führte eben dazu, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Erstehung des Staates Israels und auch der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland, die Beziehungen durchaus problematisch waren. Politisch wurde Israel sehr schnell von der BRD auch anerkannt und auch unterstützt. Aber die Problematik in diesen Beziehungen und auch dieses Nachwirken von antisemitischen Stereotypen, die zeigen sich ganz gut auch in diesem Interview mit dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die Macht der Juden, auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen. Und daher habe ich sehr überlegt und sehr bewusst, und das war von jeher meine Meinung, meine ganze Kraft daran gesetzt, so gut es ging, eine Versöhnung herbeizuführen zwischen dem jüdischen Volk und dem deutschen Volk. Wir sehen also, Konrad Adenauer war darauf aus, die Beziehungen zwischen dem deutschen Volk, wie er es nennt, und dem jüdischen Volk zu verbessern und für einen Ausgleich zu sorgen, insofern das irgendwie möglich wäre, und die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und dem Staat Israel zu verbessern. Gleichzeitig reproduziert er aber auch hier Antisemitische Stereotype, so dieses Bild, dass die Juden irgendwie insgeheim die Welt kontrollieren würden, die Juden beherrschen die Medien und so weiter. Dinge, die man im 19. Jahrhundert schon gehört hat, die man heute auch noch in Social Media hört und eben auch hier von Konrad Adenauer. Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, dass antisemitische Stereotype, Klischees, Narrative, nennt es wie ihr wollt, dass die auch heute noch sehr, sehr wirkungsmächtig sind und dass die zum Teil auch verbreitet werden können, ohne dass die Leute, die sie verbreiten, davon wissen. Und deswegen ist es so wichtig, sich über Antisemitismus und antisemitische Codes und Chiffren zu informieren, damit man sie eben nicht reproduziert. Und das ist gerade bei der Kritik an Israel sehr, sehr wichtig, weil das einfach immer die Gefahr hat, dass es umschwenkt in die Richtung Antisemitismus. Ich sage es mal so: Nicht jeder, der Israel kritisiert, ist Antisemit. Aber jeder Antisemit kritisiert Israel. Das ist, glaube ich, so die ganze Krux an der Sache und das ganze Problem, warum deutsche Medien bei diesem Thema vorsichtiger sind und versuchen reflektierter zu sein und vielleicht deswegen manchmal auch übervorsichtig sind. Aber schauen wir uns erstmal an, was ich denn damit meine, mit solchen Schiefren und solchen Bildern und Narrativen, mit denen Antisemiten seit Jahrhunderten arbeiten und die heute auch noch da sind. Ein Bild davon ist die Krake. Sehr gerne in Karikaturen, die... Israel kritisieren sollen, zu sehen, die Krake, das internationale Judentum, das, wie schon gesagt, gemäß dieser Verschwörungstheorie, dieses Verschwörungsmythos, muss man sagen, die ganze Welt beherrschen würde. Deswegen ist dieses Bild der Krake problematisch, sehr problematisch und sollte auch nicht verwendet werden in Bezug auf Kritik an Israel, weil es eben eine eindeutige antisemitische Geschichte hat. Genauso problematisch ist der Begriff Kindermörder Israel, weil diese Narrative vom Mord an Kindern schon seit dem Mittelalter gegen Juden benutzt wird, um Juden zu dämonisieren, sie als böse darzustellen. Das ist die sogenannte Ritualmordlegende, die etablierte sich im christlichen Mittelalter, wonach Juden zu ihren Feiertagen das Blut von christlichen Kindern konsumieren würden und das wurde eben genutzt, um ein eine Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden aufzubauen und sie auszugrenzen. Und deswegen sind diese Rufe auf Demos, Kindermörder Israel, auch problematisch, weil sie eben auch vor diesem klar antisemitischen Hintergrund stehen. Und ein weiteres problematisches Thema ist eben der Boykottaufruf gegenüber Israel. Und da sind wir jetzt auch schon im Thema von Helen Fares. Sie hat auf ihren Social Media Kanälen mehr oder weniger Werbung gemacht für eine App, die dazu da ist, um zu erkennen, welche Produkte in deutschen Supermärkten von Firmen produziert werden, die irgendwas mit Israel zu tun haben. Das wurde in den Medien teilweise auch manchmal falsch äh, dargestellt und falsch reproduziert, dass es irgendwie darum gegangen wäre, Juden zu boykottieren. Es ging hier ausdrücklich um Israel. Aber, es ist dennoch problematisch, weil es eben auch wieder in der Tradition steht von antisemitischen Boykottaufrufen, die wir eben in Deutschland auch im Dritten Reich hatten. Deutsche kauft nicht bei Juden, war der bekannteste von diesen Boykottaufrufen. Da standen zum Teil da Nazis in Uniform vor jüdischen Geschäften und wollten verhindern, dass die Juden irgendwie Geschäfte machen können mit den Deutschen. Und deswegen gibt es starke Kritik an dieser Bewegung, die möchte, dass man Israel, und zwar komplett Israel, nicht nur die israelische Regierung, sondern alle Unternehmen, alle Menschen im Staat Israel boykottieren sollte. Der Deutsche Bundestag hat 2019 abgestimmt, dass diese Boykottbewegung als antisemitisch einzustufen ist, was wiederum auch Kritik nach sich gezogen hat, ob man das so sagen kann. Aber auf jeden Fall, der Deutsche Bundestag hat es als antisemitisch eingestuft. Und diese App, die Helen Fares da in ihren Social-Media-Kanälen promoted hat, da reicht es schon, wenn man als Unternehmen Obst aus Israel importiert und hier in Deutschland zum Verkauf anbietet. Es reicht, wenn irgendwelche Investments gemacht wurden in israelische Startups zum Beispiel. Und, und das finde ich besonders problematisch, es reicht, um auf dieser Boykottliste zu landen, wenn man als Unternehmen Solidarität mit Israel erklärt hat, nachdem die Hamas am 7. Oktober 2023 mehr als 1000 Menschen abgeschlachtet hat. Frauen vergewaltigt hat und mehrere hundert Menschen als Geiseln entführt hat. Und wenn ein Unternehmen damals Solidarität mit Israel und mit den Opfern dieses Angriffs durch die Hamas erklärt hat, dann landet es auf dieser Liste der Unternehmen, die boykottiert werden sollen, weil das als Unterstützung für Israel ausgelegt wurde. Und die Diskussion um diese Entscheidung des SWR, das nun Helen Fares nicht mehr moderieren darf, die ist auch schon, die explodiert in den sozialen Medien wie so ziemlich alles zu diesem Thema. Und ein Argument, was auch von Helen Fares selber gebracht wurde, war, dass es antisemitisch sei, sie deswegen zu canceln, weil es innerhalb dieser Boykottbewegung auch Jüdinnen und Juden geben würde, die sich dafür einsetzen, dass Israel boykottiert werden soll. Und deswegen könnte es gar nicht antisemitisch sein, Israel boykottieren zu wollen. Und es sei antisemitisch, weil eben es auch Jüdinnen und Juden gibt, die diese Meinung vertreten. Und das muss man jetzt sagen, ist als Argument vielleicht nicht das Intelligenteste, das man bringen kann. Ähm, die AfD ist im Kern eine rassistische Partei. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt trotzdem Menschen mit Migrationshintergrund, die sich der AfD angeschlossen haben und die Werbung für die AfD machen. Das bedeutet nicht, dass die AfD nicht mehr rassistisch ist. Der Islamische Staat, der Islamische Staat, wir kennen ihn noch, hatte weibliche Mitglieder. Es gab Frauen aus Europa, die sich dem islamischen Staat angeschlossen haben. Nach dieser Logik würde es bedeuten, dass der islamische Staat nicht nur nicht frauenfeindlich ist. Also, der islamische Staat wäre nicht frauenfeindlich, weil sich ja Frauen da angeschlossen haben und auf Seiten des islamischen Staats waren. Es wäre umgekehrt frauenfeindlich, wenn man den islamischen Staat als frauenfeindlich bezeichnen würde, weil es ja Frauen im islamischen Staat gäbe. Das ist natürlich bescheuert, aber leider ist das eben die Logik, die man praktisch anwendet, wenn man sagt, ähm, diese Boykottbewegung kann gar nicht antisemitisch sein, denn es gibt ja auch Juden, die sie unterstützen. Es kann durchaus auch Juden geben, die antisemitische Aussagen tätigen. Da gibt es keinen Widerspruch. Wie gesagt, genauso wie Frauen sich frauenfeindlichen Organisationen anschließen können oder Menschen mit Migrationshintergrund sich rassistischen Organisationen anschließen können wie der AfD. Das ist kein Widerspruch und deswegen ist das kein gutes Argument. Ein weiteres Argument, was in dieser Diskussion jetzt speziell aufkam, war das nach den Doppelstandards. Und das ist ein sehr gutes Stichwort. Es wurde mal erwähnt auf Social Media, dass der SWR nicht so reagiert hätte, wenn da jetzt ein Journalist oder eine Journalistin sich für den Boykott von russischen Produkten eingesetzt hätte. Auch hier muss man aber einige Argumente ein bisschen genauer anschauen, denn der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg Russlands, der ging nicht los, indem die Ukraine auf russisches Gebiet vorgestoßen ist und dort tausend Zivilisten gezielt abgeschlachtet hat, Frauen vergewaltigt hat und danach hunderte Geiseln mit in die Ukraine genommen haben. Das ist nicht passiert. Dieser Angriffskrieg ging, wie der Name schon sagt, von Russland auf. Deswegen ist Russland in diesem Fall der Aggressor. Das ist grundlegend anders als im Gaza-Krieg jetzt. Und ich spreche jetzt nicht von den langfristigen Ursachen, aber der Auslöser war das Massaker der Hamas an mehr als 1000 Menschen und daran gibt es nichts zu drehen oder zu rütteln. Und deswegen ist dieser Vergleich jetzt schon problematischer. Das ist eben dieses Thema mit Doppelstandards, dass oft ein enormer Fokus auf Israel und der israelischen Politik liegt. Dass Menschenrechtsverletzungen, wenn sie von den Israelis begangen werden, dann wird laut dagegen demonstriert, wenn sie von anderen Staaten begangen werden, dann nicht. Und da kommen wir jetzt schon zum Thema, wo ist die Grenze zwischen legitimer Israelkritik und Antisemitismus? Und da gibt es so ein Gedankenexperiment, es nennt sich der 3D-Test. Das wurde von einem ähm, aus der Sowjetunion geflohenen jüdischen Dissidenten entwickelt, der später auch äh, in Israel Innenminister wurde. Und das besagt praktisch, wenn 3Ds erfüllt sind, dann ist es keine legitime Israelkritik mehr, sondern antisemitische Israelkritik. Und diese 3Ds sind Doppelstandards, Dämonisierung und Delegitimierung. Ob die Reihenfolge jetzt so ist oder anders, ist auch relativ egal für uns jetzt. Denn wir haben jetzt schon angefangen, Doppelstandards. Ähm, wird sich auf Israel eingeschossen, obwohl andere Staaten ähnliches oder sogar schlimmeres machen. Und das ist leider etwas, was man oft beobachten kann. Viele von den Aktivisten und Aktivistinnen, die Israel laut kritisieren für die Art und Weise, wie Israel Palästinenser behandelt, die sind erstaunlich leise, wenn es um andere Staaten geht, die auch Menschenrechtsverbrechen begehen. Zum Beispiel China. In China werden Hunderttausende, manche Quellen sprechen von mehr als einer Million, Muslime in Umerziehungslagern oder Konzentrationslagern, nennt es wie ihr wollt, aber sie werden in Lagern gehalten, um ihre Identität, ihre Kultur auszulöschen. In diesen Lagern kommt es zu Gehirnwäsche, Zwangsarbeit, Folter, Vergewaltigung, Zwangsabtreibung und so weiter. Und das passiert nach wie vor. Trotzdem sieht man keine großen Influencer, die bei der Palästina-Bewegung dabei sind, die dazu aufrufen, China zu boykottieren. Und diese Liste könnte man jetzt noch wirklich weiterführen. Türkei, Syrien, Nordkorea, die USA, viele, viele Staaten begehen Menschenrechtsverletzungen. Manche sogar sehr viel schlimmere als Israel. Aber der Fokus liegt dabei immer auf Israel. Und deswegen ist es problematisch, wenn man... Israel für etwas verurteilt, aber andere Staaten für dieselbe Art von Verbrechen nicht verurteilt, dann muss man sich fragen, geht es hier um die Verbrechen oder geht es hier darum, wer sie begeht? Das zweite D steht für Dämonisierung. Da geht es eben darum, dass der Gegner, in diesem Fall Israel, entmenschlicht wird. Wenn Israel als das absolute Böse, der Satan, ein Krebsgeschwür bezeichnet wird, dann haben wir auch diese legitime Israelkritik schnell verlassen und sind eben in dem Bereich der antisemitischen Israelkritik. Und da sind wir auch gleich bei dem dritten D, nämlich Delegitimierung, wenn es eben darum geht, Israel als Staat das Existenzrecht abzusprechen. Das machen zum Beispiel Diktaturen im Nahen Osten, wie etwa der Iran, der ganz offen sagt, Israel ist ein Krebsgeschwür, das ähm, entfernt werden muss und so weiter. Und das sind eben diese drei Ds, nämlich Delegitimierung, Dämonisierung und Doppelstandards. Und das ist natürlich. Manchmal Ansichtssache. Und da gibt es auch viele Diskussionen und es müssen auch viele Diskussionen geführt werden. Und es gibt auch immer wieder Beispiele, wo man sagen kann, ja, da war das jetzt vielleicht übertrieben von manchen deutschen Medien, wie sie reagiert haben. Ein Beispiel, wo diese Diskussion sehr interessant ist, ist eben der von Nemi El-Hassan, eine Journalistin, die eigentlich für den WDR moderieren sollte, 2021, wo dann aber eine gezielte Kampagne von rechten Medien, unter anderem von der Springer Presse, auch begonnen hat. Und da ging es darum, dass Jahre zuvor diese Journalistin El Hassan, dass sie auf der sogenannten Kutz-Demo oder Al-Kutz-Demo in Berlin zu sehen war. Das ist eine Demo, die von ähm, islamistischen Gruppen mit Bezug zur Hisbollah und zum Iran veranstaltet wird. Und deswegen ist es tatsächlich problematisch, wenn man dort mitmarschiert, gerade wenn man dann eben für öffentlich-rechtliche deutsche Medien moderieren soll. Aber die Art und Weise, wie diese Diskussion geführt wurde, die wurde später auch von vielen Seiten kritisiert. Letztendlich hat der WDR verzichtet darauf, mit Nemi El-Hassan zusammenzuarbeiten. Und das wurde begrüßt vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Aber es wurde unter anderem kritisiert vom ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland. Weil der der Meinung war, dass das... Zu weit geht. Und deswegen, es ist ein Balanceakt. Und von diesen Beispielen können wir lernen, dass es eben ein wirklich schwieriges Thema hier in Deutschland ist. Dem Land, das eben dafür verantwortlich war, dass sechs Millionen Jüdinnen und Juden getötet wurden. Deswegen ist es einfach so, dass dieses Thema hier problematisch ist, schwierig, kompliziert, dass viele Leute Angst haben, etwas falsch zu machen. Man kann das Ganze ein bisschen vergleichen mit der, der sogenannten Islamdebatte. Ich, ich hasse den Begriff Islamdebatte, aber sagen wir mal so mit Islamkritik. Islamkritik ist auch völlig fein. Man kann Islamkritik üben, man kann den Islam kritisieren, wenn es sowas wie den Islam überhaupt gibt. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber geschenkt. Aber da ist es auch wieder sehr, sehr schwierig, wie viel Kritik lässt man zu, wie wird diese Kritik geäußert, gegen wen richtet sich diese Kritik, von wem kommt die Kritik, was ist die Idee hinter dieser Kritik. Einfach nur zu sagen, Islamkritik ist richtig oder Islamkritik ist falsch, das tritt zu kurz, weil man sehr schnell eben den falschen Leuten in die Hände spielt und in diesem Fall islamophobe oder rassistische Stereotype verbreiten kann. Deswegen sind auch deutsche Medien beim Thema Islamkritik vorsichtiger. Dasselbe gilt für Israelkritik. Auch da kann man sehr schnell den falschen Ecken, ob es jetzt rechtsextrem ist oder islamistisch oder sonst wie antisemitisch, in die Hände spielen. Und deswegen gibt es eben eine große, große Vorsicht in Deutschland, auch in der deutschen Medienbranche, dass die Kritik abgewogen werden muss und man eben darauf achtet, dass sie nicht ins antisemitische abgleitet und auch nicht Verdacht erweckt, dass es das tun könnte. Und da sind natürlich nicht alle Entscheidungen, die gefällt werden, richtig. Und die können auch kritisiert werden und diskutiert werden. Und das werden sie auch in der Öffentlichkeit, denn wir haben in Deutschland nach wie vor Meinungsfreiheit. Und deswegen ist mein Fazit nach diesem Video, ja, man kann Israel in Deutschland nach wie vor problemlos kritisieren, aber, und das ist ein großes Aber, die Kritik muss wohl begründet und reflektiert sein. Und man muss unbedingt aufpassen, dass man nicht antisemitische Stereotype reproduziert. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, und ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Ähm, ich kann nur noch mal sagen, bitte, haltet euch an die Etikette, seid respektvoll, beleidigt euch nicht. Und Antisemitismus, Islamophobie, Rassismus lösche ich. Grundsätzlich auch kommentarlos und ich werde auch die Leute blocken, von denen es kommt. Aber. Wenn wir schon an dieser Stelle sind, möchte ich noch dazu sagen, das ist die Ausnahme, wirklich. Ich möchte mich an dieser Stelle massiv bedanken dafür, wie ihr in den Kommentaren agiert, wie viele Kommentare ihr schreibt, wie respektvoll ihr seid und das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, weil ich weiß, die Themen, über die ich hier berichte, die sind emotional und die sind wirklich mit einer hohen Fallhöhe. Deswegen ein ganz, ganz großes Lob an euch, an die Community, wie ihr bisher hier auftretet und ich bin mir sicher, dass ihr das auch hier tun werdet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.